Hallo, hier sind Ellen und Fabio, zwei kleine Abenteurer, die beschlossen haben, ihr Leben auf den Kopf zu stellen. 2023 kündeten wir deshalb unsere Jobs und reisen seitdem durch die Welt. Im Moment düsen wir durch Australien. Unsere Mission ist es, euch die Welt durch unsere Augen zu zeigen und gleichzeitig wertvolle Informationen für eure eigenen Abenteuer zu liefern. Wenn dir das gefällt, dann lass doch gerne einen Daumen hoch da und schau gerne öfters mal vorbei. Und jetzt ganz viel Spaß beim Video. Für uns geht es jetzt nach Bruny Island. Wieder mal mit einer Fähre. Naja, diesmal lohnt sich's wenigstens, weil es sind ungefähr 15 bis 20 Minuten und nicht nur so 20 bis 30 Sekunden. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Vielleicht noch kurz mein Hauptgrund, warum ich auf Bruny Island gehen wollte. Ich will unbedingt ein Albino Wallaby sehen, also ein weißes Wallaby. Weil hier auf Bruny Island haben die keine natürlichen Fressfeinde und darum gibt es hier so viele davon, oder verhältnismäßig viele davon. Ich hoffe mal, wir können eins sehen. Das wäre süß. Hallo, wir suchen deine weißen Kumpels. Weißt du, wo die sind? Das wäre mega supi. Das ist sicher ein normales. Das ist zwar ein bisschen heller, aber auch nicht so hell. Und das ist noch ein kleines. Das ist kein weißes Wallaby, aber es ist trotzdem ein süßes kleines im Beutel. Got that smile upon my face, cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride, and by myself I am alive, and I soar. Still I run towards the wind, and let the challenge draw me in, cause I want more. Wir haben immer noch keine Weißen gefunden. Könnt ihr uns sagen, wo sie sind? Nein, schade. Da ist eins. Jetzt suchen wir mal, ob wir es nochmal sehen. Ist ganz weit weg. Ich glaube, das ist nur das Baby von ihr. Dein Gebüsch ist noch ein Wallaby. Und wie ist es? Du versteckst dich ganz schön gut. Wir wollen nur zu einem Loch kommen. Nach unserer morgendlichen Wanderung gibt es jetzt erstmal Frühstück. Mit einer richtig geilen Aussicht. Oh, wake up heart and wake up mind. See the world is yours to find and oh, oh. With every passing day there's more. Calling you out, out to explore. Get up and go. There is joy found in the race. And I feel it in the place where I. Simply can't deny.
happy, living free, living free, living free, and I was meant to be. I'm living free, living free, living free, and I was meant to be free, meant to be free. Wir sind natürlich nicht nur wegen der weißen Wallabies auf Bruny Island gegangen, so haben wir noch dort ganz entspannt 2 Tage verbracht. Wir haben dann noch einen Strand gefunden, an dem man mit dem Auto drüber fahren kann. Der Sand ist dort mega fest und das ist überhaupt kein Problem, dort drüber zu fahren. So im Nachhinein, wenn wir die Aufnahmen anschauen, könnten wir eigentlich diese Aufnahmen auch brauchen, wenn wir das Auto dann verkaufen wollen. Sieht fast ein bisschen aus wie in der Werbung. Nach über 300 Treppenstufen erreicht man die wohl bekannteste Aussicht auf Bruny Island, The Neck. Hier ist so eine Landenge und dort ist rechts und links das Wasser. Wir sind jetzt in Cockle Creek. Das ist so eigentlich der südlichste Punkt von Tasmanien, den wir bereisen werden und somit auch für Australien. Wir essen jetzt erstmal Frühstück, wollten dann eigentlich so eine Wanderung machen, sind aber wegen dem Wetter noch nicht sicher, ob wir das jetzt machen. Und ja, dann geht's wieder mal Schlechtwetterprogramm in die Höhlen. Das Wetter war dann doch gar nicht so schlecht wie vorhergesagt und darum haben wir erstmal so einen Platypus-Walk gemacht. Theoretisch kann man hier Schnabeltiere sehen, aber wir hatten leider kein Glück. Die Höhlen waren auch ziemlich cool anzuschauen. Im Gegensatz zu den Höhlen auf dem Festland haben die uns eher an die Höhlen in Europa erinnert. Der Tourguide wollte unbedingt noch ein Foto von uns machen. Da er aber den Blitz eingeschaltet hat, war das Ganze nach der Dunkelheit für unsere Augen ein bisschen zu viel. Das Resultat könnt ihr hier sehen. Wir sind jetzt frisch geduscht und am Abendessen machen. Heute gibt es Zitronennudeln mit Bohnen und Ellen ist hier noch gerade ein Naanbrot für morgen am Vorbereiten. Wandertag! Wir sind jetzt gerade noch da am Lake Esperance, sind jetzt aber unterwegs zum Hearts Mountain. Da wir gestern endlich mal wieder eine gute, schöne, warme Dusche hatten, nach den Thermalbädern, haben wir beschlossen, dass es nicht so bleiben kann, dass wir so gut riechen. Also gehen wir wieder wandern, um wieder richtig schön zu stinken. Wie gesagt, ist das Ziel der Hearts Mountain. Dort soll man eine wahnsinnig schöne Aussicht auf die Umgebung haben, weil das ist der höchste Berg hier in dem Nationalpark. Und darum hoffen wir eigentlich, dass sich die Wolken noch ein bisschen verziehen. Weil wir glauben, dass das da hier dem Hearts Mountain ist. Aber ich glaube, wenn wir dann erstmal da oben sind, dann haben wir schon eine ziemlich geile Aussicht. Wir sind gespannt.
zwei Ziele haben wir erfüllt. Wir sind oben und wir stinken. Das mit der Aussicht irgendwie nochmal. Ja, es wird langsam. Guck, da ist der See. Jetzt muss nur noch die Seite zum Meer hin ein bisschen schöner werden. Dann würde man auch Bruny Island sehen. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde hier oben gewartet. Die Aussicht ist schon mal ein bisschen besser. Aber jetzt immer noch nicht so der Wahnsinn. Ich glaube, wir machen uns jetzt dann auch auf dem Weg wieder runter. Ist zwar schade, aber was soll man machen? Zuerst hatten wir überlegt, auch noch länger zu warten, aber wir sind langsam wirklich erfroren und dann haben wir beschlossen, wieder runter zu gehen. Auch ohne Aussicht. Hier sieht es jetzt zwar so aus, als ob es aufgeklärt hätte, aber es liegt nur daran, dass wir jetzt wieder unterhalb der Wolke sind. Übrigens, das meinte ich vorhin. Da hinten, das da ist Bruny Island. Jeden Morgen neues Problem. Was hier aussieht wie an einem richtig hässlichen Nordcampen, ist leider ganz anders. Wir stecken wieder mal fest. Naja, es kam gerade jemand vorbei, der hat dann unsere Batterie überprüft und uns einen Jumpstart gegeben und das sollte wohl wirklich an der Batterie liegen. Aber die sind auch nicht mehr so geil aus. Naja, Pannendienst ist unterwegs. Jetzt mal abwarten. Hat jetzt eine neue Batterie gegeben und jetzt hat er uns wieder auf den Weg geschickt. Wir hoffen jetzt mal, dass es nur das war. Jetzt geht's in den Mount Field National Park und zuerst zu den Tall Trees. Geil, Schätzi! Hier kann man die Höhe von so einem Baum messen. Und zwar ist es der dort hinten, der da. Und dann misst man hier die Grad ab, das sind 50 Grad. Und mit der Tabelle hier kann man es dann umrechnen, also 71,7 Meter. Ganz schön hoch.